Ja. Kein Counterplay. Kein Counterplay möglich. Es ist einfach kein Counterplay möglich. Bogen funktioniert nicht, Schild funktioniert nicht, Hammer funktioniert nicht, anderer Bogen funktioniert nicht, Soul Flame Essence funktioniert nicht. Keine Ahnung, Mann, was soll ich machen? Verpiss dich. So. Hab ich dir gegeben, Junge. Oh nein, 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 nein. Ich hab's gesehen. Ich hab's kommen sehen. In dem Moment, wo ich runtergesprungen bin, habe ich schon kommen sehen. Mein Gott, Alter. Wer bricht sich denn... Wer tötet sich denn lieber, anstatt sich die Haxen zu brechen? Junge, was ist falsch mit dir? Ja, den Bogen kann ich direkt wegpacken. Der ist kacke. Gib mir den Spirit Bow und weiß nicht. Vielleicht doch nochmal ein Schwert. Kann ich nicht einfach wieder mit meinen Fäusten kämpfen? Ich weiß nicht mehr, warum ich das wollte, aber... Naja. Gut, hier waren wir offensichtlich auch noch nicht. Hi. Ach so, da kann er auch noch hin. Ja gut, warum auch nicht? Okay, wir sind mal weg. Das Ding ist halt, ich habe keinen Anhaltspunkt, wohin ich will. Aber immerhin sieht die Landschaft jetzt anders aus als gerade. Ach ja, komm, weißt du. Der kann das über mehrere Ebenen machen. Was ist denn falsch mit diesen Gegnern? Junge! Ja, komm, leg mich. Bin ich nicht hier reingegangen? Ja. Keine Ahnung, Mann. Da rechts geht's weiter. Okay, du fordest dich. Du machst den Angst. Ja, gut, ja, ja, okay. Ja, hab verstanden. Da ist eine Pflanze. Das habe ich noch gemerkt. Ja, gut. Ja, der Raum hier ist schön. Ja, okay. Ich glaube, mir bleibt echt nichts anderes übrig, als eine Map anzufertigen. Per Hand. Dann ist jetzt halt die Frage. Warte mal. Geht's hier rein? Nein. Ob ich das vielleicht irgendwie mit einer Cam filme und dass das reinschneide? Weil es wäre vielleicht doch ganz interessant, wie die Map entsteht und alles. Oder vielleicht baue ich das nach in Photoshop? Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich auch beides. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wohin ich muss. Gehen wir doch einfach mal hier hoch. Ach ja, in dem Raum ist ja scheißegal, wo ich hochgehe. Du schießt, perfekt, du schießt, perfekt. Was ist denn hier rechts? Ich habe was gefunden, Jungs. Okay. Enter Portal. Was ist das jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Egal, wir können speichern, das finde ich gut. Ach, ich bin jetzt überhalb. Ah ja, okay. Das bringt mir was? Also ich habe den Ausgang gefunden, aber noch nicht das, was ich suche. Okay. Das heißt, das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, eine Map anzufangen, oder? Warte mal. Kann ich jetzt irgendwie so machen? Nee. Wie komme ich denn hier überhaupt wieder runter? Wahrscheinlich muss ich mich runterporten. Okay, also ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, eine Map anzufangen. Dementsprechend beende ich jetzt hier die Aufnahme. Und wenn ich das nächste Mal die Aufnahme starte, machen wir uns eine Map. Perfekt. Moin und herzlich willkommen zurück zu Unworthy. Und beim letzten Mal sind wir aus einem Irrgarten entkommen. Aber irgendwie... doch richtig...
Um ehrlich zu sein, dachte ich, ich wäre falsch. Okay, du tanzt also hin und her. Okay. Ich meine... Wenn du keine Lust hast, können wir das auch so klären? Okay. Was ist da der Counterplay? Ich weiß, was der Counterplay ist, der andere Bogen. Okay. Okay. Holy! Hold up, wait a minute. Okay. Nicht gut. Man könnte jetzt sagen, ich sei komplett überfordert. Aber das wäre selbstverständlich gelogen. Ah, ich muss mich auch wieder runterporten, damit ich keinen Damage bekomme. Fuck, he hit me. Okay. Ich bin super vorne mit dem Bossfight, obwohl er meines Erachtens verhältnismäßig einfach ist. Oh, what are you doing now? Oh, fuck my life. Da ist irgendwas aus dem Boden gekommen. Okay. Das ist interessant, weil der Punkt ist ja, auf der Map, wenn wir jetzt, aber ich bin noch, ich bin komplett verwirrt, Mann. Wo bin ich denn jetzt? Ich dachte halt, wir wären überhalb dem Start. What the fuck? Okay. Kannst du doch zweimal angreifen. Perfekt. Okay, also bis jetzt wirkt der Boss eigentlich recht simpel. So, wir müssen jetzt hier wieder hauen, dann dodgen wir das. Dann gibt es hier ein bisschen auf dem Möppe, dann macht er wieder seine... Kacke, okay. Oh mein Gott, Gott sei Dank bin ich drauf gekommen. Ich wollte schon sagen, willst du nicht irgendwie mal... Also ich glaube, ich sehe einen Unterschied in den beiden Animationen. Das heißt, vielleicht kann ich sogar... im Vorhinein sagen, was er tut. Wow. Let's not talk about that one. Ich renn halt einfach... Warte, was tust du jetzt? Okay, du fixst mich einfach komplett weg. Der Angriff ist mehr als unfair.
Sagte ich gerade, der Boss wirkt simpel? Ich glaube, ich habe gerade gelogen. What the heck am I supposed to do? Ja, das ist jetzt schon scheiße. Da jetzt schon getroffen zu werden, ist halt jetzt schon mehr als Kacke. Also wirklich mehr als Kacke. Also hat er auch eine Möglichkeit, uns da runter zu holen. Okay. Das können wir blocken. Okay, er geht noch nicht für seinen Angriff. Ah, jetzt. Nice, hätte ich ausweichen müssen. Ja. Da habe ich einfach mein Leben aufgegeben in dem Moment, als ich den zweiten Fall verkackt habe. Okay. Der Boss ist an sich cool. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich gegen die aus dem Boden kommenden Pfeile machen soll. Danke, Schild. Ich liebe dich. Ach man, davon darf ich nicht getroffen werden. Ich werde noch genug von den Pfeilen getroffen. Davon darf ich mich echt nicht treffen lassen. Okay. Ah, und ich will da ja nicht runterspringen, ne? Okay, ausgewichen. Okay. Okay. Willkommen wieder im LSD-Garten. Okay, ich dachte, er geht dafür. Gott sei Dank. Wir haben kein Heal mehr und er hat mit seiner ekligen Phase noch nicht mal angefangen. Ah, schade, ich dachte, ich könnte mich doch damit ihn treffen. Okay. Gut. Nicht gut, aber auch nicht horrible. Das ist der Angriff, ne? Und kann ich hier ausweichen? Okay, okay. Dann weiß ich, glaube ich, jetzt, was ich überall machen muss. Aber das heißt nicht, dass ich das jetzt hinkriege. Ich habe A gedrückt. Fuck. Ich war zu langsam. Oh Mann, und ich hatte gehofft, ich muss in dieser Folge nicht so viel schneiden, weil ich eigentlich gar keine Zeit habe zu schneiden. Und dann bin ich einfach bei einem fucking Boss-Gegner. Ist das euer Ernst? Okay, ich habe nicht mal richtig. The Forest Dancer. Wow, wieso werde ich andauernd jetzt davon getroffen? Okay. Ich mag die Musik, die hierbei läuft. Die ist ziemlich fresh. Ah Mann, ich wollte doch ausweichen. Da mein Schild zu verlieren ist. Oh, wieso greift denn jetzt nochmal an? Oh wow. Ich werde gerade komplett outplayed. Ah! Was soll das? Junge, Junge, Junge. Was ein Profi ist hier am Werk. Weißt du, du kannst da runterspringen, ohne Fallschaden zu bekommen, aber wenn ich von der kleinen Plattform da oben runterhüpfe, was sogar ich in echt schaffen würde, ja, da heulst du rum, weil es zu sehr weh tut. Maybe we should just, na, okay, jetzt machen wir keinen Damage. Perfekt, okay. Ja, zu früh. Komm, pack deine Wurzel aus. Das klingt falsch.
Es sieht auch ein bisschen falsch aus. Okay. Na ja, super. Wir gehen in die Ecke. Wir porten uns hoch. Tanz mit mir! Okay. Das hat so nicht funktioniert. Ich sollte vielleicht mehr reden. Oh! Okay, ich habe aus irgendeinem Grund keinen Fallschaden bekommen. Das sind den Fallschaden verstehe ich in diesem Spiel halt immer noch nicht so ganz. Oh mein Gott, ich bin ausgewichen. Gut, eine gute Aktion, direkt erstmal verkackt. Okay, das hat er sogar geblockt. Oh, sobald er einmal getroffen wird, ist es halt komplett rippen. Man sieht die Wurzel echt schlecht in diesem Modus. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, danke. Huh. Ah, das trifft mich da auch. Okay. Okay. Alter, wenn ihr das kombiniert, wird es einfach so ekelhaft. Das wollt ihr euch gar nicht vorstellen. Nein, 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 nein! Bitte, was habe ich dir... Oh mein Gott, ich glaube, er ist in der letzten Phase. Er ist auch immer so schnell. Oh... Mann, dieses Spiel, ne? Okay, Forest Dancer. Ansage, du wirst diese Runde nicht überleben. Diesmal habe ich dich. Ernsthaft. Ich try hard jetzt. Cue the... Wow, da jukt er mich einfach. Der wird doch gleich nochmal schlagen. Ja, ja, dachte dir, ne? Jetzt hier erstmal schön hoch. Warum wechsle ich da nicht immer die Waffe? Ich muss ja dann eh wieder zurückwechseln. So, dann... dir nochmal schön ins Gesicht schießen. Na, okay, der hat den Schild geblockt. Das habe ich geplant. Ausgewichen. Ausgewichen. Schild blocken lassen, um mehr Damage auszuteilen. Wir haben ja gleich Half-Life und wir haben noch nicht ein Leben verloren. Das ist der Angriff. Da springen wir hoch und wechseln wieder random die Waffe. Wobei das eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil dann habe ich Zeit, in der Zeit, wo ich nachgucke, habe ich Zeit, um zu checken, ob ich... Achtung. Mein Leben hasse. Ob ich getroffen habe. Ja, sagte ich mir. Okay, perfekt. Okay, okay, okay. Ja. Okay. Okay. Nein. Okay. Schlecht, aber... Oh mein Gott, ich sehe einfach gar nicht, wo ich hin muss. Deswegen ist Toxin gefährlich, weil... Okay, er hat seine schnelle Phase erreicht. Weil man nicht wirklich... Oh, ich habe es noch in letzter Sekunde gesehen, aber ich war zu spät. Weil man nicht bei dem Bogen einfach nicht sieht, ob man getroffen wird. Ob man trifft, meine ich. Entschuldigung. Not even close. Komm her. Yeah.
Ich glaube, ich habe was geblockt mit meinem Schild. Die Ansage war, dass er diese Runde nicht überlebt, dass ich ihn diese Runde besiege. Und ich habe es geschafft. Get on my fucking level. Holy shit. Wir haben eine Errungenschaft bekommen. Und zwar die Errungenschaft A Tango of Death. Schön. Schön, 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 schön. Wir wissen immer noch nicht, wo wir sind. Mein Controller geht immer noch aus. Hallo? Ich glaube, ich muss neue Batterien brennen. Und wir haben ein Item bekommen. Ist es eine Reliquie? Ja. Dance to the Rhythm of Death. Was bringt uns das? Da, 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 ich tanze. Da, 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 da. Okay,